Fernsehen, aber noch nie für den Kulturkosmos und für das Fusion Festival. Normalerweise spreche ich immer als Vertreter vom Zentrum für politische Schönheit zu euch. Aber weil ich diese Thematik, die dieses Jahr im Frühsommer ja durchaus die Medien bestimmt hat, ein bisschen, also der Kampf um anlasslose Bestreifung, Polizeipräsenz und so weiter auf dem Fusion Festival, da ich dort schon sehr involviert war, halte ich den Vortrag für euch. Und im Anschluss, am Ende werden wir ein Q&A machen. Dafür habe ich noch Eule vom Kulturkosmos mitgebracht. Der wird danach auch noch für Fragen bereitstehen. Ich zeige euch erst mal kurz ein Video, was ganz lustig ist. Ich bin Nils Hoffmann-Ritterbusch. Ich bin der Präsident des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Auch meine Behörde hat eine Stellungnahme zum vorgelegten Sicherheitskonzept abgegeben, die offenbar deutlich, so wie ich auch selbst, in die Kritik geraten ist. Dazu möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Der polizeiliche Wille ist nicht, die Fusion zu verbieten, sondern auf ein Sicherheitskonzept hinzuwirken, das die Gewähr dafür bietet, eine möglichst gefahrlose Veranstaltung durchführen zu können. Ein solches Sicherheitskonzept stützt sich regelmäßig auf bundesweit anerkannte Standards. Und wenn das erfolgt, sollte damit aus Sicht aller Sicherheitsbehörden, das ist viel mehr als die Polizei, ein weitgehend sicherer Verlauf der Veranstaltung für alle Besucher, Normalos, Künstler, Helfer, Kinder, Mitarbeiter der Crews, Gewerbetreibende, für alle die sollte dann ein sicherer Verlauf möglich sein. Seit November gab es immer wieder nachweislich Gespräche mit dem Veranstalter. Und schon zu diesem frühen Zeitpunkt sind mit ihm das Betretungsrecht der Polizei, fehlende Regelungstiefen in der Vergangenheit, viele unkonkrete Angaben mit ihm erörtert. Der Veranstalter ist immer wieder auf die gleichen Dinge angesprochen worden und hat sie immer nach dem gleichen Muster abgewehrt. Die Aussage, dass eine Beteiligung politischer in Teilen hochgeweihter, bereiter Person zu erwarten ist, stammt zum einen aus polizeilicher Auswertung, zum anderen aus einer anders formulierten Formulierung des Veranstalters mir gegenüber im letzten Monat selbst. Ich zitiere: Es kommen zehntausende linksalternative Besucher. Zehntausende linksalternative Besucher, denen ich nicht vermitteln kann, wenn die Polizei anwesend ist. Das erzeugt Dynamiken, die nicht zu kontrollieren sind. Ich will einräumen, dass unsere Formulierung vielleicht ein wenig überzogen klingt, dann nutzen Sie und ich auch in Zukunft die des Veranstalters. Das reicht nicht. So, ich habe ein bisschen geremixed da dran, aber im Prinzip ist es ja original erhalten, was der Mann gesagt hat. Wer war das? Das ist der Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch. In Teilen der Bewegung hat sich der Name Ritter Kokosnuss etabliert. Und das ist der neue Polizeipräsident von Neubrandenburg. Neu heißt nicht so richtig neu, also nicht original verpackt in dem Sinne, sondern neu heißt, er ist 2016 ins Amt gekommen, hat da aber wahrscheinlich das Festival, die Fusion, schon verpasst. 2017 gab es dann ein Jahr kein Fusion Festival. Und dann hat er, zumindest ist das die wahrscheinlichste Erzählungsart, 2018 zum ersten Mal quasi den Einsatz rund ums Fusion Festival miterlebt und dem hat das überhaupt nicht gefallen. Also die Praxis, die dort gelebt wurde, die polizeiliche Zusammenarbeit, die gelebt wurde, da hat er gesagt, das geht alles überhaupt gar nicht, auch dass wir nicht vor Ort sind und so weiter und wollte das dann für 2019, also für dieses Jahr, durchsetzen. In dem Video hier, das ist eine Pressekonferenz von Polizeipräsidium Neubrandenburg und allen beteiligten Behörden in Neubrandenburg. Dort sagt er als erstes, niemand hat die Absicht, die Fusion zu verbieten. Uns ging aber am 15. April, also
eigentlich eine Woche bevor diese Pressekonferenz stattgefunden hat, folgendes Schreiben, was ich hier auf den Bildschirm gelegt habe, zu. Das ist vom Polizeipräsidium Neubrandenburg, adressiert an die Amtsleiterin vom Amt Röbel-Müritz, also die Genehmigungsbehörde. Und da steht, aus Sicht des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darf das Fusion Festival 2019 nicht stattfinden. Das war für uns ein ganz schöner Hammer. Wir haben in dem Moment dann gedacht, okay, jetzt müssen wir wirklich von der ständigen Kompromissbereitschaft, die in den davorgehenden Gesprächen und Verhandlungen war, ein bisschen auf Angriff schalten. Aber zuerst mal, worum geht's hier überhaupt? Im Nachgang zum Fusion Festival 2018 wurde relativ schnell ein Nachtreffen, und das war dann im November 2018, zu einem Nachtreffen eingeladen, wo quasi üblicherweise alle beteiligten Behörden kommen und nochmal auswerten, wie war die Wasserqualität, gab es irgendwelche sicherheitsrelevanten Vorfälle, wie war es mit der Feuerwehr, wie war es mit dem DRK, Sanitätsdiensten und so weiter. Vor Ort waren dann aber eigentlich nur die Polizei und das Ordnungsamt, und die haben sich dort quasi unsere Version der Sachen angehört, also womit wir zufrieden waren, womit wir nicht zufrieden waren, um dann relativ schnell auf ein völlig anderes Thema zu sprechen zu kommen, nämlich wie die polizeiliche Zusammenarbeit im kommenden Jahr zu funktionieren hat aus deren Sicht, und dass sie eine Wache mitten auf unserem Festivalgelände haben wollen und da rund um die Uhr freien Zugang haben wollen. Euch schockt das nicht? Bei euch gibt es ja schon eine Polizeiwache auf dem Festivalgelände. Die haben wir gerade eben fotografiert da hinten. Aber für uns war das was völlig Neues, weil das Fusion Festival seit über 20 Jahren ja eben ohne so eine Wache ausgekommen ist. Und hier seht ihr quasi einerseits den Schriftverkehr, und andererseits habe ich eine Karte vom Festivalgelände gemacht, wo quasi die Forderung der Polizei ein bisschen dargestellt wird. Die Polizei wollte zunächst an dem blauen Pfeil direkt an der Straße, also eigentlich am Hauptfestivaleingang. Wer schon mal auf dem Festival war, weiß, da ist die Fußgängerbrücke, die von den äußeren Campingplätzen noch hingeht. Hauptfestivaleingang, wo jeden Tag ein Großteil aller Festivalbesucher dran vorbeigehen muss. Dort wollte die Polizei eine Fläche haben für ihre Wache innerhalb des Geländes und Parkplätze für 20 Polizeifahrzeuge, wo dann quasi im Schichtsystem immer die neue Ablöse kommt, wieder 20 Polizeiautos rein, wieder 20 Polizeiautos raus. Und das hätte auf jeden Fall, aus unserer Sicht, ist das ein völliges No-Go, weil es auch eine absolute Provokation gegenüber unseren Festivalteilnehmern ist, die da ja wirklich keine Lust drauf haben. Also haben wir gesagt, nee, ihr kriegt eine, und das ist dann der rote Pfeil, da kriegt ihr eure Wache, und ihr seht relativ klar, das ist außerhalb von allem, was wir quasi als wirklich Festivalflächen sehen. Es ist immer noch auf dem Flugplatzgelände, aber es ist außerhalb der Flächen, die wir quasi für den Festivalbetrieb angemietet haben, und eben nicht im inneren Bereich, sondern man hat halt eben einen Fußweg dorthin. Und daraufhin wollte die Polizei dann, hat einen Gegenvorschlag gemacht, nämlich den zweiten blauen Pfeil, der dann so in der Mitte ist. Und da geht es tatsächlich nur noch darum, dass sie einfach hinterm Zaun sind, also hinter unserem Zaun und der Personendurchgangsschleuse, damit sie sich auf dem Festivalgelände frei bewegen können, damit sie dort mit Streifenbeamten reingehen können, aber sich dann umziehen können, zivil auf dem Festival rumlaufen können, Sachen, die sie was angehen oder nicht, ausfindig machen und dann eben polizeiliches Handeln möglich machen. Wir haben nun den Fehler gemacht, sag ich aus der Retrospektive, dass wir quasi, unser Standort, den wir genannt haben, war schon das maximale Kompromissangebot von uns. Und die haben das angenommen und gedacht, ah super, jetzt haben wir schon mal was hier, jetzt können wir weiter verhandeln, und sind dann völlig uneinsichtig gewesen, dass wir quasi immer wieder gesagt haben, okay, nee, unser Angebot liegt auf dem Tisch, und entweder wird es das oder es wird nichts. Da war ich dann zum ersten Mal selbst auch dabei, gab es im April 2019 eine Ämterrunde in Röbel. Und das ist immer vor den Festivals, gibt es in Röbel beim zuständigen Amt eine Ämterrunde. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das Festival ist in den letzten fast 10 Jahren eigentlich nicht mehr gewachsen, sondern hatte immer zwischen 60 und 80.000 Teilnehmer, teilweise sogar mehr, weil viele Leute über den Zaun gesprungen sind, was dann eingedämmt werden konnte. Also das Festival ist gleich geblieben. Kann man so eine Kurve so. Und die Ämterrunde ist so immer größer geworden. Jedes Jahr wurden noch mehr Ämter und noch mehr Ämter geladen.
Und dieses Mal war tatsächlich der gesamte Rathaus, große Rathaussaal voll mit Ämtern, die auch teilweise selbst gar nicht wussten, was sie dort jetzt sollen. Im Laufe des Gesprächs haben dann mehrere Ämter darum gebeten, in Zukunft nicht mehr eingeladen zu werden. So. Jedenfalls, dort hat sich dann die Amtsvorsteherin, Frau Siegmund, aus unserer Sicht, muss ich immer sagen, vielleicht würde sie das völlig anders sehen, nochmal extrem weit aus dem Fenster gelehnt und auch sehr hoch auf den Baum geklettert. Sie hat nämlich am Anfang gesagt, am Anfang der Runde, es gibt eine Neuigkeit dieses Jahr, und zwar, dass die Polizei eine Wache auf dem Gelände kriegt, und zwar vor allen Ämtern. Und dann, wenn man da sitzt als Beteiligter, denkt man schon so, Mist, wie kommst denn du jetzt von dem Baum wieder runter? Weil für uns klar war, eher sägen wir den Baum ab, als dass sie da oben bleiben kann. So, es gab dann den ersten Teil dieser Runde, der hat 45 Minuten gedauert, in dem haben mehrere Ämter gesagt, alles super. Mehrere Ämter haben gesagt, wir wollen nicht mehr eingeladen werden, aber es war im Prinzip nichts Besonderes. Und dann wurde die Runde beendet, es gab eine 5-Minuten-Pause und dann ging es in eine zweite Runde. Da war dann nur noch die Sanitätsdienste, das ist Kranken, also DRK und so, und die Polizei und das Ordnungsamt und wir vor Ort. Und dort wurde nochmal über diese Wache geredet und wir haben gesagt, wir werden halt in unser Sicherheitskonzept keinen Polizeistandort auf unserem Festivalgelände schreiben. Und dann haben die anwesenden Polizisten erstens gesagt, dann werden wir dem Sicherheitskonzept nicht zustimmen. Also völlig irrelevant, was drinsteht, kannst 10 Seiten oder 1000 abgeben. Wenn nicht unsere Polizeiwache in dem Sicherheitskonzept steht, und das Sicherheitskonzept muss ja von uns kommen, also die haben quasi von uns verlangt, dass wir ihnen diese Wache einfach zugestehen und wollten die nicht als Auflage uns geben. So, dann werden wir dem Sicherheitskonzept nicht zustimmen. Im gleichen Moment hat sich dann auch die Polizeidirektion für nicht mehr zuständig erklärt und hat das ganze Thema eine Stufe nach oben ans Polizeipräsidium Neubrandenburg abgegeben. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann direkt eigentlich mit dem Polizeipräsident Nils Hoffmann Ritterbusch geredet. Dann kam anwaltliches Hin und Her. Wir haben unsere rechtliche Position dazu, nämlich, dass wir das gar nicht sehen und wir auch keine Berechtigung der Polizei sehen, quasi dargelegt. Und dann kam vom Amt, hier ist das nächste Schreiben, 2. Mai, 2 Wochen später, die Untersagung der Veranstaltung. Also da flatterte bei uns quasi eine Anhörung rein, in der das Amt Röbel-Müritz die Veranstaltung Fusion Festival 2019 untersagt und von uns dazu eine Stellungnahme fordert. Der Grund für die Versagung, da gibt es dann einen ganzen Haufen, aber der wesentliche ist, dass eben kein Einvernehmen mit der Polizei hergestellt werden kann. Also im Veranstaltungsrecht ist es so, dass Einvernehmen mit den Behörden herrschen muss über die Veranstaltung. Und da das Polizeipräsidium sagt, wir erklären kein Einvernehmen, egal was ihr macht, und wir werden es einfach nicht erklären, dann beruft sie sich darauf und sagt, gibt kein Einvernehmen, gibt es keine Veranstaltung. Haben wir uns gedacht, Mama, mir geht's gut, aber die Bullen drehen durch. So. Und haben quasi einen Schlachtplan erstellt. Ab dem Moment war klar, wirklich, jetzt hilft keine Hinterzimmerdiplomatie mehr. Wir haben vorher wirklich gedacht, wir müssen die Ämter alle mit Samthandschuhen anfassen, damit wir nicht in eine Situation geraten, wo die wirklich einfach nur gegen uns arbeiten wollen, sondern wir müssen die ganze Diskussion auf eine Sachebene runterholen. Und ab dem Moment war dann klar, okay, wir müssen jetzt irgendwas ändern. Und eine der Elemente, die wir uns dann überlegt haben, wir haben uns dann überlegt, wir machen eine Kampagne, wir retten jetzt unser Festival. Und eine Seite dessen, was wir gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich einen recht offen formulierten Text und eine Art Petition, um möglichst viel zivilgesellschaftlichen Druck aufzubauen. Der Petition konnten sich Einzelpersonen anschließen, der Petition konnten sich auch Parteien und so weiter anschließen. Das haben wir dann gemacht und eine Webseite online gestellt, auf der man mitzeichnen konnte. Das ist noch veraltet, das sind jetzt wieder ein paar tausend mehr, aber in weniger als 3 Wochen haben fast 140.000 Menschen als Einzelpersonen für die Freiheit von Kunst und Kultur unterzeichnet. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer.
Dazu kommt, dass jede Menge Organisationen unterzeichnet haben. Natürlich der Chaos Computer Club, aber auch die FDP. Und dann ganz witzig, neben der FDP als Unterzeichner haben wir Keine Knete, trotzdem Fete e.V. Und wenn die einen gemeinsamen Nenner, wenn die FDP und Keine Knete, trotzdem Fete einen gemeinsamen Nenner findet, dann kann das Berge versetzen. So. Außerdem war klar, wir brauchen jetzt, das ist was, was der Kulturkosmos über 20 Jahre nicht gemacht hat und was übrigens auch Teil der Sicherheitsarchitektur des Festivals ist, ist die Vermeidung von Pressearbeit. Also wenn aus unserer Sicht, wenn ihr euren Freunden vom Fusion Festival erzählt, dann finden wir das schön und freuen uns, wenn die kommen. Aber wir haben über 20 Jahre keinerlei quasi Pressearbeit gemacht, keine Werbung für das Festival und auch keine Akkreditierung für Journalisten. Das heißt, es gab gar kein Know-how beim Kulturkosmos, wie man so eine Pressearbeit überhaupt macht. Jetzt musste sie aber her. Dann brauchte man ein Presseteam. Ich war Teil des Presseteams, weil ich auch diesen Vorgang schon seit einer Weile begleitet habe. Dann wurde auch vom CCC, kam auch jemand noch zum Presseteam dazu. Ich will keine Namen nennen. Muss ich auch sagen, danke Linus, einen großartigen Job gemacht. Und wir haben uns dann, ja, ja. Und wir haben uns dann im Prinzip überlegt, wie framen wir das Ganze, also was sind hier eigentlich unsere Argumente? Und ein ganz tolles Wort, was von unserem Anwalt ursprünglich kam, was wir dann wirklich in jedem Interview immer wieder reingehämmert haben in unser Framing, war das der anlasslosen Bestreifung. Das ist ein ganz tolles Wort, weil anlasslos heißt ohne äußeren Beweggrund und Bestreifung ist beides nach Duden, heißt durch eine Polizeistreife überwachen lassen. Also ohne äußeren Beweggrund durch eine Polizeistreife überwachen lassen. Da ist es wirklich so, dass große Teile der Bevölkerung, wenn sie das als Fragestellung kriegen, sagen, dass man überhaupt nichts ohne äußeren Beweggrund durch eine Polizeistreife überwachen lassen muss. Weitere wichtige Vokabeln bei uns waren mitten auf dem Festival, rund um die Uhr und überwachen. So, das sind die Sachen, wenn man sich den Pressespiegel anguckt, haben wir eigentlich kein Interview ausgelassen, ohne genau diese Sachen zu betonen. So, dann war es quasi, wir hatten diese Verbotsverfügung bekommen, wollten aber mit der Öffentlichkeitsarbeit eigentlich noch eine Woche warten, um uns vorzubereiten. In der Zeit haben wir dann Vorgespräche mit ein paar bekannten Journalisten gemacht, um mal vorzufühlen, wie seht ihr das denn? Und die wollten dann natürlich auch alle Artikel schreiben und haben dementsprechend Presseanfragen. Die wollten gerne alle am Montag mit Artikeln rauskommen und haben dann am Donnerstag die Gegenseite, also das Polizeipräsidium Neubrandenburg, konfrontiert und haben um Stellungnahme gebeten mit Frist Freitag. Und da ist natürlich dann das Polizeipräsidium Neubrandenburg, da ruft jetzt nicht jeden Tag die Zeit an und die Süddeutsche und die bundesweite Presse. Dann sind die hellhörig geworden und haben am Freitag ihren besten Medienkontakt bemüht, nämlich NDR Radio Mecklenburg-Vorpommern, und haben quasi über diese Zeitung, nicht als Pressemitteilung, also alle Presseanfragen von quasi der Zeit und so weiter, waren zu dem Zeitpunkt unbeantwortet, obwohl die seit über 24 Stunden vorlagen. Und stattdessen wurde lanciert über wahrscheinlich befreundete Journalisten, dass es Mängel im Sicherheitskonzept gäbe, die sich eben nicht auf die Polizeiwache beziehen, sondern hier auf Entfluchtung und auf alles Mögliche. Und man muss zu dem Thema sagen, das Sicherheitskonzept war jetzt vielleicht nicht so wie das von Rock am Ring, was von irgendeiner Profifirma erstellt wurde, aber es hatte doch 40, 50 Seiten. Und eben das Sicherheitskonzept ist auch im Vergleich zu den Vorjahren nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Also das, über Jahre wurde das immer dicker und es hat jedes Jahr davor gereicht und auf einmal sind die Mängel so groß, dass die Veranstaltung, obwohl die Bilanz eindeutig ist, dass nie irgendwas passiert ist, nicht mehr genehmigungsfähig ist. Da sieht man ganz gut, das ist eigentlich ein vorgeschobener Grund gewesen, um hier quasi diese Polizeiwache durchzusetzen.
Da wurde uns gesagt, wenn ihr schon das nicht hinkriegt, vernünftiges Sicherheitskonzept zu schreiben, dann müsst ihr wenigstens eine Polizei wachen. Jedenfalls, in unserem Presseteam haben wir dann gedacht, Mist, Polizei 1, Fusion 0. Es gab Zweifel, kriegen wir unser Thema gut platziert. Und dann kam das Wochenende und dann kam der Montag. Und am Montag kam dann die geballte Gegenöffentlichkeit. Dann hat die Taz hat so getitelt, wir werden nicht kapitulieren. Fusion Festival will keine Polizei. Die Ostsee-Zeitung habe ich hier, Streit ums Fusion Festival, Veranstalter sieht keine Sicherheitsprobleme. Und das ist meine Lieblingsheadline, Veranstalter kontra Polizei, Fusion, der Kampf um das beste Festival der Welt. So. Und dann haben wir gedacht, Fusion 3, Polizei 1 am Montagabend. Warum haben wir das gedacht? Weil sich herausgestellt hat, dass die Thematik ein wirkliches, für uns ein Heimspiel war. Denn erstens waren die Argumente der Polizei in dem Fall wirklich so dünn und so durchschaubar vorgeschoben, dass die meisten Journalisten sich nicht da haben instrumentalisieren lassen. Und zweitens ist es so, dass eben, obwohl die Fusion keine Pressearbeit gemacht hat über 20 Jahre, sie hat aber doch sehr gute Festivals gemacht und die Festivals hatten Besucher und die Festivalsbesucher sind wieder nach Hause gefahren am Festival und arbeiten in Zeitungsredaktionen, es ist ein Querschnitt der Gesellschaft und die allermeisten Pressevertreter, die bei uns Anfragen gemacht haben, die dann später Artikel geschrieben haben, kannten das Festival, waren oftmals selber vorher Gast und konnten es überhaupt nicht verstehen, was das jetzt soll mit der Polizei. Dann gab es eine Pressekonferenz der Polizei in Neubrandenburg mit allen beteiligten Behörden in so einem Zweckbau. Und wir hatten auch ein paar Journalisten, die da hingegangen sind und uns dann berichtet haben. Das war so ein Zweckbau in Neubrandenburg. Und dann wurde geguckt, wie viele Medienvertreter kommen. Das waren so 10. Und dann wurde der Rest mit so Behördenleuten vollgemacht hinten. Die hinteren Sitzreihen wurde dann quasi, es ist wie wenn ich jetzt sagen würde, es gefällt mir nicht, dass hier nur 200 Leute sitzen. Ich mache jetzt alles mit Leuten aus dem Ordnungsamt voll. So war das. Wir haben ein paar Tage später eine eigene Pressekonferenz gemacht im Maxim Gorki Theater in Berlin, das geilste Theater von Berlin. Auch würde ich sagen, danke ans Maxim Gorki Theater, dass die sowas mitmachen. Und davon wollte ich euch ein paar Ausschnitte zeigen. Perspektive aus der Nachbarschaft, nämlich an Henry Tesch, Bürgermeister von Mero. Ja, ich will vielleicht so beginnen. Mich haben, und ich habe wirklich nochmal heute Morgen überlegt, in den letzten 20, 30 Jahren innerhalb von 48 Stunden noch niemals so viele Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, Parteien, Verbände, Kirchen angerufen und sie waren schlichtweg entsetzt über das, was Eule eben auch gesagt hat, dass es eine Strategie gibt, die personell durch den Polizeipräsidenten vertreten wird, dass es eine Station auf dem Gelände geben soll. Und die Frage letztendlich ist natürlich, wenn man dann im selben Atemzug sagt, aus dieser Richtung, niemand hat die Absicht, die Fusion zu verbieten, dann klingt das in den Ohren der Leute vor Ort so nach dem Motto, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, also das glaubt man schlichtweg nicht. Das glaubt man schlichtweg nicht. Und wenn dann so durchreisende Entscheidungsträger vom Schreibtisch her diese Dinge machen, von denen ich heute Morgen, ich wusste nicht, ob mir die Kaffeetasse aus der Hand fallen sollte oder nicht. Der Polizeipräsident sieht sich jetzt YouTube-Videos an, um sich einen Eindruck von dem Festival zu verschaffen. Man ist wirklich fassungslos. Und der Punkt ist im Grunde genommen ganz einfach für uns. Also ich glaube, auch in der Region macht das keiner, aber ich will es ja auch betonen, also uns unterstellt nun niemand, dass wir blind und blöd sind. Auch diese ganze Diskussion pro oder contra Polizei hat der Polizeipräsident zu verantworten. Das ist nichts, was die Region hatte, nichts, was sie will und was sozusagen zielführend ist. Und deshalb ist es ganz einfach so, dass dieses Festival, ein kultureller Raum, dass sie etwas geschafft haben. Und ja, wir alle vor Ort wissen, egal welche Probleme, Herausforderungen wir haben, der Veranstalter wünscht es nicht permanent auf seinem Gelände, aber natürlich anlass- und situationsbedingt. Und mit diesem Vorschlag ist parallel aufzubauen.
Das ist der Punkt. Und Polizistinnen und Polizisten, Experten sagen mir, das ist gar kein Problem, sozusagen all das, was jetzt so an Argumenten vorgeschoben wird, sicherheitstechnisch zu lösen. Das ist nicht der Punkt, das ist ganz einfach. Und was noch passiert ist, das wird kein Oberseminar, das wird keine Zentrale für politische Bildung, das wird niemand schaffen. Suchen Sie mir irgendeine Region in Deutschland, in Europa heraus, wo in einem so großen Raum es geschafft worden ist, dass wir alle, ja, mehrheitlich damit leben und uns nicht bedroht fühlen. Da kommen 70.000 Menschen zusammen, niemand fühlt sich bedroht. Wir können hier alle Szenarien aufzählen und jeden Tag in die Zeitung gucken und einen Polizeibericht, was passiert. Und wenn man dann eine Eskalationsstufe schafft, also auch für Polizistinnen und Polizisten, was sie nicht verdient haben, was sie eigentlich so auch gar nicht wollen, dann muss man sich fragen, was bedeutet das? Frauen in der Region kolportieren jetzt schon immer so Art den Witz und sagen, Mensch, Henry, der Präsident wollte auch mal auf die Fusion. Ne? Deshalb macht er da jetzt eine Station. Aber das ist purer Ernst. Und ich sage nochmal, das ist möglich, das ist zu machen. Und mag jetzt komisch klingen, aber mir reicht es jetzt auch irgendwann so nach 20, 30 Jahren, dass man immer wieder Kulturen und Strukturen kaputt macht, dass man dann am Ende irgendwas über den Osten schreibt. Ich glaube, man kann hiervon lernen. Man muss allen Verwaltungsmitarbeitern, Behörden, alle, die das die letzten über 20 Jahre gemacht haben, den muss man eigentlich mal ein Denkmal setzen, die muss man einladen. Wir haben Voraussetzungen geschaffen, von denen man lernen kann. Und ich habe mit meinem Kollegen Andreas Grund in Neustrelitz telefoniert, wo auch alles wunderbar läuft, wo man auch versucht hat einzugreifen. Da kommen über 20.000 Gäste an. Das ist alles wirklich generalstabsmäßig gut gelaufen die letzten Jahre. Und zu sagen, es kann etwas passieren, ja Leute, dann kann ich kein öffentliches Gebäude heute mehr aufschließen. Aber das Sicherheitsversprechen dieses Landes wird am Ende darauf beruhen, dass wir alle miteinander in Kommunikation sind, dass wir alle miteinander sozusagen Räume haben, in denen wir uns bewegen und frei entfalten können. Und deshalb bin ich echt stinksauer, dass man uns immer wieder Strukturen zerschlägt. Und es ist wirklich inhaltlich, strukturell, es ist am Ende auch sogar eine Wirtschaftsgröße. Ja? Die Ersten melden sich. Und der Flurschaden, und deshalb sage ich das heute Morgen mit der Zeitungslektüre, der Flurschaden, der jetzt schon durch einen Präsidenten angerichtet worden ist, den müssen wir alle wieder aufbauen. Ja? Wir machen dann sozusagen die Arbeit, wenn die alle wieder weitergezogen sind. Und deshalb können wir nur sagen, die Experten sagen, wie ist das zu lösen, sofort den Vorschlag innerhalb von einer Sekunde vom Tisch stellen, was das bedeutet, auf dem Gelände eine Station zu machen. Zweitens mit dem Veranstalter darüber zu reden, das, was eben beschrieben worden ist, wie kommt man situationen- und anlassbezogen auf das Gelände. Das ist der Punkt und von mir aus gehe ich so weit, ich habe auch mit meinen anderen Kollegen Bürgermeistern gesprochen, dann lasst uns doch Ende des Jahres sozusagen im Miro eine Konferenz machen. Ich glaube, man kann von solchen Strukturen mehr an gesellschaftlicher Kommunikation und Zukunft lernen als anderswo. Also ja, das ist Henry Tesch, Bürgermeister, Bürgermeister CDU von Miro gewesen. Dann zwischenzeitlich hier die junge Welt, Kreuzworträtsel, Festival im Polizeigriff, Fusion. Und dann ist was ganz Krasses passiert, denn dann hörten wir es auf einmal aus dem Buschfunk und dann auch über die Zeitung. Der Zeit wurden dann Dokumente zugespielt, auf wundersame Weise, dass sich die Polizei für einen Großeinsatz rüstet bei dem Fusion Festival. Da wurden quasi Einsatzplanungsdokumente geleakt und ausgewertet, die vorsahen, dass bei uns mit 1000 Polizisten auf das Festival der Einsatz geplant wurde. In den Vorjahren waren es 200 oder, ne, und von denen waren noch nicht mal alle gleichzeitig im Einsatz. Um euch das mal kurz zu zeigen, ganz unten ist ein Polizist, dann das nächstgrößere ist 100, also die Relation, und das ist dann 1000. Das ist richtig viel im Vergleich zu einem. So. Ja, das muss man mal sagen. Seht ihr den Kleinen überhaupt? Das ist einer. Und dann außerdem in den Einsatzdokumenten vorgesehen Wasserwerfer. Ich habe jetzt einen von vorne, einen von der Seite hier mal draufgenommen. Räumpanzer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Außerdem eine Spezialeinheit gegen Blockaden, die so aus dem Wendland, so, wenn sich da jemand festketten sollte irgendwo. Naja, und dann gab es den AfD-Fuzzi. Den gibt es komischerweise immer, wenn irgendwas schiefläuft, gibt es irgendwo, müsst ihr mal drauf achten, irgendwo hat ein AfD-Fuzzi dann seine Hände im Spiel. Und in unserem Fall ist es der hier. Der heißt, wie heißt er denn nochmal?
Oder weißt du immer, wie der heißt? Klaas, Ulf Klaas, Ulf Theodor Klaassen. So. Ulf Theodor Klaassen ist Polizist, war Polizist. Dann hat er linke Gegendemonstranten gegen, der hat einen AfDler und Polizist, das ist jetzt nicht total selten, und hat einen Infostand für die AfD gemacht. Darauf kamen Leute, die friedlich Plakate hochgehalten haben. Daraufhin hat er die komplett mit Pfefferspray eingesprüht. Ist dann weggerannt, hat sich ein weniger schlimmeres Pfefferspray gekauft, um bei seiner eigenen Festnahme, und hat das dann auch noch im Einkaufszentrum halb leer gesprüht, um dann so zu tun, als hätte er sie gar nicht mit dem schlimmen Pfefferspray, sondern nur mit dem weniger schlimmeren Pfefferspray eingesprüht, ist dann versetzt worden an die Fachhochschule Güstrow, um dort Polizisten zu unterrichten. So, ne, 1A. Und hat dann eine Polizistin, die quasi Polizeianwärterin war, beauftragt, eine Bachelorarbeit darüber zu schreiben, wie polizeiliches Handeln auf der Fusion möglich sein könnte. So, mit diesen Verstrickungen, AfD ist dabei, Wasserwerfer sind dabei, Räumpanzer, Dings, das hat ihnen dann gereicht, dann kamen sie richtig unter Feuer. Und dann hat die Polizei angefangen zu twittern, wie die Sau, und zwar von morgens bis abends, bis 23 Uhr, wurde dann sowas wie getwittert. Fusion Festival, die aktuellen Einsatzplanungen der Polizei sehen vor dem Hintergrund des neu vorgelegten Sicherheitskonzepts des Veranstalters weder Räumpanzer noch Wasserwerfer vor. Bild-Zeitung, keine Wasserwerfer oder Räumpanzer bei der Fusion. Da hat die Polizei dann abgerüstet und gesagt, nö, nö. Und vor allem haben sie immer gesagt, diese ganzen Dokumente, die sind alle uralt, uralt. Und die waren zu dem Zeitpunkt ein oder zwei Wochen alt. So, dann gab es eine Demonstration in Lerz. Lerz ist der Ort, wo die Fusion stattfindet. Will ich euch nicht vorenthalten. So, erst einmal hallo und guten Morgen. Vorweg muss ich sagen, ich bin überwältigt innerlich. Als wir am Mittwoch spontan gesagt haben, wir müssen irgendetwas tun, weil die einen oder anderen gesagt haben, was hier so abgeht in Sachen Fusion, das kann nicht sein. Ja, und jetzt seid ihr hier, also ich bin begeistert. Nochmal zu eurer Information, mein Name ist Peter Schmidt, ich bin aus Bierow. Ja, und ich habe mit Gerd Schneider und einigen anderen versucht, ja, dass wir uns heute hier treffen. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Was wollen wir? Wir sind einfache Bürger. Bürger, die in dieser Region leben. Warum wir hier sind? Wir sind hier, um ein Zeichen zu setzen. Was wir wollen? Wir wollen deutlich machen, dass wir mit der Vorgehensweise und insbesondere der geplanten Stationierung von Polizeikräften auf dem Festivalgelände nicht einverstanden sind. Es hat den Anschein, dass diese Veranstaltung zum Spielball politischer Interessen wird. Das kann nicht sein. Video gibt es auf YouTube und auf anderen Kanälen, könnt ihr euch in voller Länge angucken, ist wirklich spannend. So, dann kam die Fusion in den Bundestag, dort wurde aber einfach nur gesagt, Bundestag ist nicht zuständig, auf Antrag der Linkspartei wurde geredet. Dann kam aber im Landtag ebenfalls auf Antrag der Linkspartei eine Debatte, wo sich auch Kaffee ausführlich geäußert hat, lange referiert hat. Und auch der Kaffee hat da gesagt, diese Einsatzplanung sei längst veraltet, Schnee von gestern. Und es würde keine Bestreifung des Festivalgeländes geben. Das heißt, die Polizei hat dann sich quasi, wir haben ein neues Sicherheitskonzept vorgelegt, wo vieles drin stand, aber keine Polizeiwache auf dem Festivalgelände. Und haben nochmal erneuert, dass wir den Standort, den wir früher schon vorgeschlagen haben, haben aber dann gesagt, dass es quasi von uns ein neues Angebot wäre. Das war so die Brücke, die wir gebaut haben. Also wir haben quasi unser altes Angebot mit dem Attribut neu versehen und dann nochmal vorgelegt und dann hat die Polizei dem sofort zugestimmt, weil sie eben so unter Beschuss waren. Es kann manchmal so einfach sein.
Dann kam die Polizei tatsächlich zwei Tage vorher und hat einen Container abgestellt, bei dem leider der TÜV abgelaufen war von ihrem eigenen Eigner, von der Polizeiwache, die hatte keinen TÜV mehr. Dann haben wir sofort gesagt, es geht nicht, ihr könnt ja hier nicht ohne TÜV eure Wache. Und weil wir dürften das nicht, wenn wir können nicht Zelte ohne TÜV. Und, ne? Dann haben die gesagt, der hat TÜV, wir haben nur die Plakette nicht dabei. Das sage ich auch immer, wenn ich kontrolliert werde. Genau. Dann verlief das Festival wirklich, also die Polizei hat wirklich, sag mal, in dem Sinne so ein Stück weit Kreide gefressen, weil die waren dann überhaupt nicht mehr an Eskalation interessiert. Also die Zusammenarbeit, das muss man jetzt im Nachhinein sagen, wir haben einen neuen Ansprechpartner bekommen und das lief gut. So. Gegenüber von der Wache wurde an einem Bauzaun von irgendwelchen Leuten ein Plakat aufgehangen, wo drauf stand, Love, Fusion, Hate, Cops. Da hat die Polizei angerufen und gesagt, können wir es nicht abhängen. So. Da haben wir gesagt, das können wir nicht abhängen, weil das ist eine freie Meinungsäußerung, damit müsst ihr jetzt irgendwie umgehen können. Und am Ende haben sie dann, als der Einsatz vorbei war, haben sie gefragt, ob sie es mitnehmen dürfen. Was gab es noch? Im Nachgang zum Festival gab es dann Retourkutschen. Okay? Und zwar gibt es ein anderes Festival in der Nähe bei Neustadt-Glewe. Das ist ein bisschen anders, da haben die Leute bei ihren Camps so Deutschlandfahnen und sowas. Das heißt Airbeat One, das ist ein Trans-Festival. Und da ist die Polizei schon immer präsent. Und da hat die Polizei dieses wunderschöne Video produziert. Danke an die Polizei, dass sie noch mal kurz zusammenfassen, warum wir sie da nicht haben wollen, kann ich dann nur sagen. Und ich schließe jetzt, weil ich habe diesen Kampf dargestellt, die Frage ist noch, was lernen wir daraus? Aus meiner Sicht, was lernen wir daraus, ist, dass es eben doch möglich ist, auch gegen eine Übermacht an quasi so staatlicher Repression, auch doch noch vorzugehen und sich dazu behaupten, wenn man die Öffentlichkeit sucht und wenn man ein Thema hat, wo Leute emotional mit werden und wo sie was mit verbinden, dann klappt es manchmal noch für den Moment, so einen staatlichen Eingriff zurückzuschlagen. Ich schließe jetzt, bevor wir dann ein Q&A machen, mit einem letzten Video. Das ist ein Anwohner aus Rechlin, der ein Lied für den Polizeipräsidenten geschrieben hat. Und ich möchte dazu sagen, wir machen uns die Aussagen dieses Liedes als Kulturkosmos nicht zu eigen. Okay? Aber ich möchte es trotzdem abspielen, um quasi die Breite der Meinungen der Region zu der ganzen Sache darzustellen. Und wenn das Video vorbei ist, dann kommt Eule noch auf die Bühne und dann machen wir noch ein kurzes Q&A, wenn jemand Fragen hat. So, ich habe mich mal hier in den Garten gesetzt, um ein Lied zu spielen für den Polizeipräsidenten von Neubrandenburg, Herrn Nils Hoffmann Ritterbusch. Ihr habt ja sicherlich die Diskussion um die Fusion mitgekriegt. Ja? Okay, nur für Sie. Ein kleiner Junge saß bei sich zu Hause. Er fühlte sich verlassen und allein. Die Eltern waren nie da und er hatte keine Freunde. So manche Stunde wurde da zur Pein. Er war sehr klein und sonst auch nicht sehr helle. Doch gerade so jemand braucht Aufmerksamkeit. Er blieb allein, ihr werdet mich noch wahrnehmen. Wenn ich erst groß bin, bin ich für euch bereit. Kindheit des Nils Hoffmann Ritterbusch, die war beschissen und wirklich auch gemein. Also Karriere zum Polizeipräsidenten und jetzt zahle ich euch eure schöne Kindheit heim. Wir feiern hier seit über 20 Jahren Fusion. Treffen Leute aus der ganzen Welt.
Es ist so schön, wie man hier miteinander umgeht. Von uns hat niemand die Polizei bestellt. Die Polizisten selbst sind sicher auch nicht wild drauf, diese Veranstaltung vorsätzlich zu stören. Aber in ihrem Arbeitsvertrag drin, da steht auch, wollen sie Gehalt, müssen sie auf den kleinen Nils auch hören. Die Kindheit des Nils Hoffmann Ritterbusch, die war beschissen und wirklich auch gemein. Also Karriere zum Polizeipräsidenten, dafür kroch er in jeden fetten Arsch hinein. Was ziehen wir denn für den Jungen für ein Fazit? Kann man ihm helfen? Ich glaube, es ist zu spät. Wenn's für ihn schlecht läuft, ist er bald wieder alleine. Noch helfen ihm der Kerger und Kaffee. Wir sollten gucken, welche heimischen Politiker sich offensiv auf unsere Seite stellen. Denn durch die Wahl können wir ein bisschen noch bestimmen, ob sie bezahlt werden von unser Steuergeld. Kindheit eines jeden kleinen Menschen sollte geborgen, liebevoll und sicher sein. Denn wie wir sehen, wird bei schlechter Kindheit mit bisschen Pech aus einem kleinen Mensch ein Schwein. Die Kindheit eines jeden kleinen Menschen sollte geborgen, liebevoll und sicher sein. Denn wie wir sehen, wird bei schlechter Kindheit mit ein bisschen Pech aus einem kleinen Mensch ein Schwein. So, ich möchte im Nachgang gleich noch zwei Sachen sagen, wo ich mich echt entschuldigen muss. Um Polizeipräsident zu sein, muss man nicht unbedingt ein Schwein sein. Ja, das haben ihre Vorgänger eindrucksvoll bewiesen, ja, die ihnen auch ein Zeugnis ausgestellt haben, wo ich mich schämen würde an ihrer Stelle für. Und das Zweite, sie mit einem Schwein zu vergleichen, ist auch nicht ganz richtig. Ich habe zwei Wildschweine zum Beispiel mit der Flasche großgezogen. Und das sind durchaus soziale Wesen. Ja. Einen schönen Gruß aus Rechlin, Herr Ritterbusch oder wie auch immer. So. Läuft schon? So, jetzt kommen wir zu der Fragerunde. Oh. Wer hat denn ein paar Fragen? Kommt bitte auf die Bühne. Fragen, okay, wir haben hier drüben zwei Engel mit Mikrofonen. Da bitte anstellen. Wer eine Frage hat, gibt es schon eine Frage aus dem Internet? Nee, das ist schon an eigentlich, hallo? Nein, bisher noch nicht. Okay, ich sehe da drüben schon eine erste Frage. Das ist krass, hier, man sieht gar nichts. Ja, der Polizeipräsident hat sich absolut dilettantisch verhalten. Gab es irgendwelche negativen Konsequenzen für ihn? Es gibt ja nie, habt ihr schon mal irgendwas von einer negativen Konsequenz für einen Polizeipräsidenten? Es gibt eine negative Konsequenz, aber nicht amtlich. Er ist einfach hat so richtig verschissen in der Regel. Also das kann man, glaube ich, sagen. Er hat den Ruf von, ich kenne den nicht, auf blöder Wessi macht hier alles kaputt, ruiniert in kürzester Zeit. Das ist vielleicht schon Strafe genug. Ich will was Technisches sagen, das Mikrofon läuft nicht. Vielleicht muss, oder? Also in meinen Augen läuft das nicht. Das heißt, okay. Also ihr müsst euch dann das Mikrofon teilen. Wir teilen uns das Mikrofon, alles klar, das kriegen wir hin. Willst du noch eine Antwort auf die Frage geben? Alles klar.
Dann also er ist immer noch Polizeipräsident. Und, aber muss man ganz ehrlich sagen, er ist für uns nicht mehr im Fokus erschienen, in gar nichts mehr. Also wir haben ganz andere Ansprechpartner bekommen. Wir haben jetzt auch fürs nächste Jahr in der Nachbesprechung eine neue Ansprechpartnerin, die sich sehr moderat vorgestellt hat und bisher keinerlei Grund zur Annahme vermittelt hat, dass wir mit einem neuen Angriff, ähnlich dem, was dieses Jahr passiert ist, zu rechnen haben, sondern ich glaube, die waren am Ende in ihrem Resümee ganz zufrieden mit dem wenigen, was sie am Schluss hatten, nämlich diese kleine Polizeiwache und ihren 7 Anzeigen, die da eingelaufen sind, alle wegen Nichtigkeiten. Und ich glaube, was passiert ist, dass für viele Beteiligte, die sich am Anfang da mitziehen haben lassen von dieser Frage, ja, da gibt es Sicherheitsmängel, das ist ein riesen Chaoshaufen, da muss mal mit einem guten Besen durchgekehrt werden, dass natürlich auch sowohl die Frau vom Ordnungsamt als auch andere Beteiligte gesehen haben. Am Ende lief es hervorragend. Der Kulturkosmos hat das Festival sehr gut organisiert. Wenn irgendwas Problem war, wurde es adäquat gelöst. Und ich hoffe, dass das für die Zukunft, auch für nächstes Jahr, auch für das Genehmigungsverfahren eine deutlich andere Basis ist, auch mit mehr Vertrauen, das ohne so ein Heckmeck auf die Bahn zu kriegen. Okay, vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage da drüben. Also ein größerer Teil der Fusion-Gäste ist ja politisch und es gab im Vorfeld mehrere so Graswurzelbewegungen, die für den Fall, dass die Polizei wirklich auf dem Gelände ist, sowas machen wollten, wie die Polizei zu bestreifen. Das ist dann eher noch lustig. Wart ihr auf eine ernsthafte Eskalation vorbereitet? Also hätte da wirklich was passieren können aus eurer Sicht? Naja, also solange wir davon ausgegangen sind, dass sie sich nicht bewegen und dass sie diese Polizeiwache wie auch immer durchsetzen wollen, sind wir uns natürlich von einem Konfliktpotenzial ausgegangen, wo wir gesagt haben, das möchte man sich jetzt auch nicht vorstellen. Wir sind natürlich auch dahin gegangen, dass wir gesagt haben, es muss einen Aktionskonsens geben, den wir nicht bestimmen können, den wir uns aber so wünschen, dass die Menschen, die da kommen, die Besucherinnen, die sich da auch ihren Protest ausdrücken, dass sie das auf einer Ebene machen oder auf einem Aktionskonsens, der für uns tragbar ist, der ihnen aber letztendlich dann in der Praxis hätte klar machen müssen, dass es das, was sie wollen, in der Praxis gar nicht durchsetzbar gewesen wäre. Okay, haben wir noch Fragen aus dem Internet? Nein. Nein, hier auch keine Fragen mehr? Da sehe ich noch eine Frage, bitte zum Engel. Also die Fusion ist ja jetzt nicht irgendein Festival und auch nicht besonders klein. Deswegen meine Frage an euch, wie könnt ihr das, was ihr da jetzt gelernt habt, weitergeben an Festivals, die kleiner sind? In den letzten Monaten wurde deutlich, dass verschiedene Festivals in Hamburg und auch der Berliner Umgebung ähnliche Probleme haben oder auch Clubs. Also genau, meine Frage, wie geht's weiter und wie könnt ihr eure Erfahrungen solidarisch einsetzen für Leute, die nicht so gut aufgestellt sind wie ihr? Also erstmal ist es natürlich so, das habe ich auch schon danach, man spricht ja mit anderen Veranstaltern, es ist natürlich super, wenn jetzt ein 70.000 Leute Festival diesen Flock eingeschlagen hat, weil ja immer die Frage ist, ab wann kann die Polizei alle ihre Maßnahmen, wie sie will, machen. Und wir haben jetzt einfach gesagt, okay, wir haben jetzt ein 70.000 Leute Festival, da läuft das so nicht. Und das ergibt natürlich dann bei 20, 10, 5.000 Leute Festivals die Situation, dass sie zumindest sagen können, aber wieso sollen wir denn, wenn die nicht, sozusagen? Also das ist so ein bisschen so ein Flock nach unten, der eingeschlagen ist. Und ansonsten wird natürlich dieser Dornröschenschlaf des Kulturkosmos hat sich jetzt auch ein bisschen beendet, dass das Festival sich eben nicht nur noch um sich selbst kümmert, sondern auch, wie ja früher schon bei diesen Bombodrom-Auseinandersetzungen, wieder mehr ins politische Geschäft einmischen wird. Zum Beispiel jetzt die Initiative gegen die neuen Polizeigesetze für Mecklenburg-Vorpommern unterstützen wird und ja, so. Es gibt ja auch Initiativen, daher kam jetzt auch die Frage, dass sich Festivalveranstalterinnen zusammenschließen müssen und gucken müssen, mit was sind wir konfrontiert, wie gehen wir mit diesem steigenden Sicherheitswahn um, was machen wir, um davon nicht erdrückt zu werden, um das, was wir in unseren kulturellen Vorstellungen weiterhin umsetzen wollen, wie können wir uns abgrenzen und verwehren gegen Forderungen, die wir nicht erfüllen können oder nicht erfüllen wollen, und wie kriegen wir das mit Behörden so kommuniziert,
dass dort auch eine Einsicht oder ein Lernprozess stattfindet. Da gibt es, glaube ich, eine Menge Bedarf an Kommunikation intern, aber auch letztendlich mit den Behörden. Wir als Kulturkosmos können und wollen uns dann natürlich dem nicht verwehren und würden uns da auch einbringen mit der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, und gucken, inwiefern man andere da auch supporten kann. Ich will nur eine Sache sagen. Also technisch, wir müssen jetzt Schluss machen, nämlich, jetzt ist hier die harte Grenze erreicht. Ich weiß nicht, ob du trotzdem noch eine Frage zulässt. Ich würde dich bitten, mit der Frage einfach direkt zu den Leuten zu kommen, denn wir haben jetzt leider keine Zeit mehr. Und ich möchte was Technisches noch sagen, nämlich erstens ein Advertisement. Ich bin hier nochmal auf einer anderen Bühne am Sonntag um 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr bei den Monkeys. Und da, diesmal ging es ja um einen Polizeipräsident, der immer noch Polizeipräsident ist. Dann geht es um einen Staatsanwalt, der immer noch Staatsanwalt ist, nämlich um den Staatsanwalt, der gegen das Zentrum für politische Schönheit wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt hat. Und dann will ich ganz wichtig sagen, was ich am Anfang vergessen habe, ich will mich beim allen Beteiligten hier beim Camp, alle, die mitgemacht haben, alle, die hier helfen, alle Engel, Tontechniker, sonst was bedanken, dass ihr das immer wieder möglich macht, diese geilen Konferenzen und Camps möglich zu machen. Dankeschön, das war unser Vortrag. Vielen Dank, Stefan.